Hi, wir sind Alex und Jasmin vom Reiseblog Pocket Full of Memories. Wir haben gerade unsere Weltreise gestartet und sind an unserem ersten Stopp in Dubai. Ja, es geht los, würde ich sagen. Ja, unsere Weltreise startet genau jetzt. Also ihr seht schon im Hintergrund, wir haben unsere Koffer dabei. Wir haben eigentlich mehr als erwartet. Also beide Koffer wiegen witzigerweise 25,6 Kilo, einfach beide. Wir haben einen Tagesrucksack jeweils dabei und da ist einfach alles drin. Also der Koffer wiegt an sich schon mal 5 Kilo. Das heißt, wir haben einfach 20 Kilo pro Person, was wir grundsätzlich eigentlich noch besitzen. Das ist echt heftig. Ja, wir sind auf jeden Fall super aufgeregt. Für uns geht's jetzt mit dem Auto zur Bahn, mit der Bahn dann weiter, also bis zum Flughafen. Ja, bis zum Düsseldorfer Flughafen und heute Abend um 20.45 Uhr sitzen wir da im Flugzeug nach Dubai, denn Dubai ist unser erster Stopp der Weltreise. Gar nicht so einschätzen, ob es gerade viel zu laut ist oder ob das voll, ja, ob man uns dann doch wirklich hört. Wir sind mittlerweile, ich mach mal weiter, weil ich glaube, Alex wird dir gerade eh nicht verstehen. Wir sind mittlerweile seit knapp einer Stunde jetzt hier im Flieger. Es ist so, ja, echt, ich habe das Gefühl, man wird hier von allen Seiten verwöhnt. Wir haben ein heißes Handtuch bekommen, wir haben Getränke bekommen, es gibt kostenloses Bier, es gibt kostenlos Cocktails, wir kriegen gleich unser Abendessen. Ich gucke einen Film, Alex guckt einen Film, wir können Spiele spielen. Ich habe eine Decke, wir sind hier richtig. Es ist richtig toll. Sehr Aufregung. Ist noch, ja, zwischendurch war schon da, also gerade als wir gestartet sind und der Flug dann auch losging, haben wir schon gesagt, alles klar, wir sind jetzt, oder zumindest ich werde jetzt langsam auch ein bisschen nervös. Wirklich realisiert, dass die Weltreise gerade startet, haben wir noch nicht, aber ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich glücklich und ich freue mich total, dass es jetzt doch losgeht. Wir sind weitergefahren und zwar mit dem Zug. Wir hatten überlegt, wie kommen wir jetzt eigentlich zum Hotel und hatten überlegt, nehmen wir das Taxi oder nehmen wir den Zug. Beides ist super günstig. Zugfahren ist noch deutlich günstiger und zwar zahlt man 12 Dirham und das sind ungefähr 2,87 Euro, die wir insgesamt bezahlt haben. Also nicht pro Person, sondern schon insgesamt. Und das ist echt, ja, echt super günstig. Wir hatten eine tolle Aussicht im Zug, also von da aus kann man quasi auf alles blicken. Also es gibt so eine Art Panoramafenster und von da aus man fährt durch Dubai durch und hat eine tolle Aussicht auf alles, was drumherum ist. Genau, also je nachdem, natürlich wo ihr hin müsst, ist Zugfahren deutlich günstiger. Lasst euch nicht veräppeln am Flughafen, denn da gibt es auch Taxen, die kosten mal gut und gerne für dieselbe Strecke 50 Euro umgerechnet. Ja, also da wussten wir zum Glück, dass Taxifahren günstig ist, haben den Preis gehört, haben kurz umgerechnet und haben dann gedacht, alles klar, das ist eindeutig zu teuer, da will uns jemand übers Ohr ziehen, haben es aber zum Glück gewusst und sind dann auf die Metro umgestiegen, weil es halt auch gut gepasst hat. Genau, aber Taxifahren und Busfahren und Zug.
Zug fahren ist auf jeden Fall deutlich günstiger und auch deutlich günstiger als in Deutschland. Also von da aus eine klare Empfehlung. Bewegt euch hier mit der Metro fort. Wir sind angekommen in Dubai. Wir hatten einen so entspannten Flug. Also ich kann es nur empfehlen, mit Emirates zu fliegen. Ich kann es nur empfehlen, Business Class zu fliegen. Also das war echt etwas, damit habe ich nicht gerechnet und ich hätte so viel länger im Flugzeug bleiben können. Das war richtig toll. Ja, definitiv. Es war super angenehm. Es wurde sich um alles gekümmert, was wir haben wollten, was wir brauchten, um einen möglichst angenehmen Flug zu haben. Es fing da schon an, als wir im Flughafen ankamen und erstmal in die Priority Lounge durften und da einfach essen durften. Und wir waren einfach abgezäunt, aber wir waren halt nicht da, wo die ganzen Menschenmassen waren. Und deswegen hatten wir einfach so eine richtig ruhige Ecke. Also es war kaum was los, es war super leise. Und auch da hätten wir schon länger bleiben können. Und dann sind wir von dieser Priority Lounge aus, wo es alles Mögliche zu essen gab, also von Chili con Carne bis Reis, bis Oliven gab es. Es gab so Antipasti und so weiter und so fort. Und sind von da aus raus, sind direkt unten an unserem Gate angekommen und sind von unserem Gate aus direkt ins Flugzeug gesprungen. Also es war so angenehmes Fliegen. Also eigentlich bin ich niemand, der das braucht. Also ich bin wirklich jemand, wo ich sage, okay, Economy reicht mir vollkommen. Ich konnte mich damit im Vorhinein überhaupt nicht identifizieren. Aber ich muss sagen, es war so angenehm. Es war eine so angenehme Zeit am Flughafen und es war auch eine so angenehme Zeit im Flugzeug, dass ich echt empfehlen kann, auch mal so einen Flug auszuprobieren. Ja, dem kann ich einfach nur zustimmen. Normalerweise so Kurzflugstrecke vor allen Dingen reicht vollkommen aus, wenn man da Economy fliegt, aber so lange Streckenflüge, ja, also kann ich nur bestätigen, es ist auf jeden Fall gut, Businessklasse zu fliegen. Ja, auch gerade über Nacht. Also wir kamen ins Flugzeug rein, wir wurden erstmal mit einem Willkommensdrink begrüßt. Also wir wurden gefragt, möchtet ihr frisch gepressten Orangensaft, möchtet ihr Multivitaminsaft, was möchtet ihr haben? Gerade bin super windig, aber ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem. Genau, dann haben wir unser Willkommensdrink bekommen, wir haben direkt eine Matratze bekommen, wir haben eine Decke bekommen, wir haben ein Kissen bekommen. Wir konnten unseren Sitz komplett ausklappen, also entweder lagen wir komplett waagerecht, wir hatten so einen coolen Couchsitz quasi, also man konnte den richtig in jede mögliche Position bringen, sodass auch das Liegen, das Fliegen, das Sitzen, das Stehen super angenehm war. Ja, wir hatten ein Entertainment-System dabei, das heißt, wir konnten Filme gucken, Musik Serien, hören, Podcasts. Uns über den Flug informieren, über das Ziel informieren, also alles, was wir brauchten, war auf jeden Fall da. Ja, irgendwann wurde uns die Menükarte in die Hand gedrückt, beziehungsweise nicht in die Hand gedrückt, aber von vornherein kamen schon Menschen zu uns, die haben uns vorgestellt. Also ich weiß, Naomi war diejenige, die immer an uns vorbeigelaufen ist und uns alles gebracht hat. Es war total verrückt und dann, da wurde uns die Menükarte in die Hand gedrückt und dann hieß es ja, wollt ihr ein Bier, wollt ihr einen Cocktail, dann gab es ein Drei-Gänge-Menü, was wollt ihr haben? Wir hatten uns für das vegane Menü entschieden, weil wir das gerne ausprobieren wollten. Ansonsten war alles, was gab es? Ich weiß, es gab... Es gab jegliche Arten von Einschränkungen, wenn man zum Beispiel laktoseintolerant ist oder sowas, das konnte man alles vorher auswählen. Man konnte selbst mit wenig Salz oder fettarm oder sowas, genau. Selbst solche Gerichte konnte man auswählen und hat halt da diese drei, das waren nicht Standardgerichte, aber drei Gerichte, die auf der Karte drauf waren, bei denen man sich dann aussuchen konnte, was man haben wollte. Also sei es irgendwie, ich weiß, es gab, am Anfang gab es eine Champignonsuppe, wer möchte, oder es gab eine Garnelensuppe oder was auch immer. Also es war echt viel Auswahl, das war toll. Ja, also tatsächlich, also ich bin ja schon relativ viel geflogen, also glaube ich auch. Ich glaube, du hattest fast genauso viele Flüge wie ich. Aber ich hatte halt schon auch einen Langstreckenflug und das war mit Abstand der am entspannteste Flug, den ich jemals hatte. Total. Also es war echt schön. Also auch, dass auf alles geachtet wurde, dass wir jegliche Hilfe bekommen haben, die wir auch irgendwie brauchten. Also da wurde uns wirklich um uns gekümmert. Und ich muss sagen, also ich würde es niemals bezahlen. Also das vorab. Ich finde Business Class Fliegen finde ich unfassbar teuer, weshalb ich sagen würde, das ist niemals etwas, wofür ich Geld ausgeben würde. Einfach weil ich es nicht einsehe, warum wir hätten 4.000 Euro für den Flug bezahlen müssen. Wir hatten den Vorteil, oder was heißt den Vorteil? Wir haben auch die klare Empfehlung an euch, mit der Amex Kreditkarte zu zahlen. Das heißt, euch die Amex Kreditkarte anzuschaffen und für jeden Euro, den ihr ausgibt, bekommt ihr Punkte und die Punkte könnt ihr in Meilen einlösen, sodass wir unseren Flug halt von Economy auf Business Class kostenfrei upgraden konnten. Und das ist etwas, wofür ich echt dankbar bin und was ich jedem ans Herz legen kann, sich über diese Kreditkarte zu informieren. Ja, definitiv. Also wenn ihr da Informationen braucht, meldet euch gerne bei uns und wir versuchen natürlich bestmöglich, euch weiterzuhelfen. So, jetzt sind wir aber erstmal in Dubai angekommen. Wir zeigen euch erstmal jetzt, wie es weitergeht, was wir hier alles erleben werden. Ja, schaut selber.
Wir sind sehr gut in Dubai angekommen. Ich habe das Gefühl, hier prallen so zwei Gegensätze aufeinander. Also auf der einen Seite waren wir im traditionellen Dubai, das ist da, wo wir auch unsere Unterkunft haben. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen von dem modernen Dubai gesehen. Und es ist super spannend. Also hier prasseln so viele unterschiedliche Menschen aufeinander. Es herrscht so viel Kultur in dieser Stadt, also es ist echt beeindruckend. Ja, wir haben aus der Bahn auf jeden Fall schon einige große Gebäude gesehen, also The Frame, Burj Khalifa. Das sind alles so Gebäude, die wir uns auf jeden Fall alle angucken möchten und wir sind gespannt, wie die so für uns wirken. Absolut. Ich finde, an sich wirkt das Land total respektvoll. Also ich habe das direkt gemerkt, ich bin in der Bahn eingestiegen und ich muss euch sagen, ich hatte den Koffer, den großen Koffer und einen Rucksack auf dem Rücken. Das Abteil war so gut wie leer. Also ich würde sagen, 50% der Stühle waren besetzt, 50% nicht. Und trotzdem steige ich ein und ein Mann steht auf und will mir seinen Platz anbieten, obwohl zwei Plätze daneben wieder Plätze frei waren. Also es war, sowas haben wir schon häufiger erlebt, dass so viel ja, quasi Respekt hier herrscht. Wir waren auch in dem Restaurant, wo wir waren, und es war einfach ein super schönes Ereignis oder super schönes Erlebnis. Also wir sind da angekommen und wir hatten nur die Karte, also zum Bezahlen nur die Kreditkarte. Und dann hieß es ja so und so viel kostet das und wir haben gesagt, alles klar, können wir mit Kreditkarte zahlen. Und der Herr meinte, nee, ist leider nicht möglich, nur Bargeld. Und dann standen wir da und waren so, ja okay, wo ist denn der nächste ATM? Und er meinte, ja was habt ihr denn? Und Alex hat gesagt, ja wir haben Euro. Und dann hat er gesagt, ja gebt uns die Euro und wir wechseln das später selber beim ATM. Und dann haben wir die 20 Euro hingelegt, er hat uns das Restgeld, hat er uns die Hand zurückgegeben und ist für uns später zum ATM gegangen. Und das war so ein Ereignis, das habe ich noch nicht erlebt, also von allen anderen Orten und von allen anderen Restaurants, wo wir waren, dann heißt es, okay, alles klar, da ist ein ATM, da ist die Sparkasse, lauf dahin, komm wieder und gib das Geld wieder. Aber dass jemand anderes das für einen macht. Und solche zuvorkommenden Momente haben wir so oft bisher erlebt. Und selbst in den paar Stunden, wo wir jetzt hier sind, also es ist echt beeindruckend. Definitiv. Also wir sind gespannt, wie die nächsten Tage noch werden, aber alles in allem ein erster positiver Eindruck. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon hier wart, ob ihr gerne mal hier hin wollt und wie euer erster Eindruck war.